Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein sehr herzliches Willkommen. Im Sinne von Gottlieb Duttweiler kann man sagen, der Ort hier soll sein, erstens Training des Geistes und zweitens Pflege der Gemeinschaft. Das GDI verkörpert für mich eigentlich diesen Geist von Vielfältigkeit, von Innovation, von Out-of-the-Box-Thinking. Und ich habe hier ein unabhängiges Institut. Gibt mir ein unabhängiges Wissen, das macht mich auch frei im Denken. Ganz kurz, ganz klein. Es ist ein Ort der Inspiration. Es hat immer tolle Themen, tolle Sprecher, die ausgewählt werden. Sachbezogene Vorträge mit Fakten, Facts und Figures und solche Vorträge dann auch von den Emotionen leben. Ich werde hier kulinarisch verwöhnt, die Liebe geht durch den Magen. Dass natürlich hier alle Geister, alle Sinne angesprochen werden. Und das ist auch etwas, was diesen Handelstag so einmalig macht. Das GD ist ein ganz besonderer Ort. Und zwar nicht nur wegen den vielen interessanten Vorträgen, sondern natürlich aus Örtlichkeit. And that it's not only about the money. That money has four legs, man has two legs. Two legs will never catch four legs. But four legs will always catch two legs. So money will always find you if the right thing happens. If you do things in the right way. It's a small conference and it's focused on quality. I think that is important. You can meet some people as well. You're not overwhelmed by the body size. Was mich inspiriert hat, ist das Internationale, dass viele Referenten aus dem Ausland kommen und diese Referenten dann Ideen reinbringen in die Schweiz, die dann auch von den Retailern hier in der Schweiz umgesetzt werden. Sie können sich in Ihrer rückwärtigen Dienste und unseres X-Kollegen können sich noch so tolle Marketingkonzepte ausdenken. Wenn Sie morgens in der Filiale an der Kasse stehen und die Kassiererin hat es nicht gut drauf, dann haben Sie Pech gehabt als Marke. Über vieles, was ihr gesprochen wird, denkt man ja selber auch nach. Und wenn man dann noch einen neuen Input kriegt oder eine neue Richtung, einen neuen Spin, dann hilft das immer weiter.